Hallo, hier ist Vielfein Filair, diesmal mit einem Kommentar über die Kampagne von Dawn of War 2. Ja, ich wollte euch halt nicht nur Videos von der Total War-Reihe zeigen, sondern ich finde auch andere Strategiespiele sehr, sehr interessant. Deswegen werden wir heute mal Dawn of War 2 ausprobieren und ich werde einfach mal eine neue Kampagne anfangen. Und ihr schreibt mir einfach in die Kommentare unten, was ihr davon haltet. Jetzt müssen wir erstmal dem Guten einen neuen Namen geben. Und den Schwierigkeitsgrad auswählen. Ich werde mal jetzt nicht zu hoch machen, denn ich habe jetzt mit der Takeda-Kampagne bei Shogun 2 habe ich jetzt erfahren, dass es ein bisschen nervig sein kann mit einem hohen Schwierigkeitsgrad. Ich habe nämlich Legendär ausgewählt, war sehr, sehr nervig nach einer Weile. Und deswegen nehme ich jetzt einfach Sergeant. Und jetzt muss ich bloß einen Namen für den Guten hier finden. Und ich bin jetzt nicht... Genau, das wird unser Blücher. Nach dem berühmten preußischen General der Befreiungskriege. Aber der war nicht so alt. Subsektor Aurelia. Diese Gruppe aus Welten befindet sich am Rande des Imperiums der Menschheit. Von dieser Grenze kamen die Blood Ravens, ein Orden der Space Marines des Imperators. Also ich würde irgendwie lieber die Iron Fists oder die Ultramarines spielen, aber man kann es sich ja nicht auswählen. Für alle Mal. Captain Davian Thule und eine Handvoll Space Marines führen die Rekruten bei der Verteidigung dieser Welten an. Und nun beteiligt sich ein weiterer Space Marine an diesem verzweifelten Kampf. Ein frisch beförderter Kommandant bereit, in der dunkelsten Stunde die Führung zu übernehmen. Sie sind dieser Space Marine. Und sie verwandeln die unsichere Lage in einen Sieg. Oh ja, das wird ein Spaß, vor allem mit unserem guten Blücher. Ja, also ich wollte euch sagen, ich bin schon seit Ewigkeiten Warhammer 40k-Fan. Und zwar habe ich auch schon dieses Tabletop-Spiel gespielt, als ich klein war. Aber die Figuren, die waren einfach viel zu teuer. Und das Spiel war auch damals ein bisschen zu kompliziert für mich. Deswegen muss ich das lassen. Aber ich war auch schon ein Dawn of War Fan, also Dawn of War 1 Fan, der ersten Stunde, seitdem es rauskam in 2004. Und ja, Dawn of War 2, ich habe das eigentlich auch schon gespielt mit Chaos Rising, aber ich habe den Steam-Account verloren, auf dem ich das gespielt habe. Deswegen kann ich das auch wieder ganz von vorne anfangen. Aber das ist eigentlich kein Problem für mich. Ich wollte euch das ja auch unbedingt mal zeigen. Calderis. Wir Blood Ravens wählen unsere Aspiranten aus den gestählten Kriegern dieser Welt aus. Calderis ist die Wiege und die Zukunft unseres Ordens. Jetzt wollen die Orks sie uns wegnehmen. Das können wir nicht zulassen. Also Kinders, das Spiel ist ab 16, also wer jetzt keine 16 ist, bitte wegschalten. Captain Davian Thule. Hallo Davian Thule. Auf Calderis. Wir bekämpfen die Orks, die diese Welt bedrohen. Sie sind direkt in der Kampfzone gelandet. Ich bin mit mehreren Trupps unserer Aspiranten nördlich von ihnen. Wir stehen unter schwerem Beschuss und verlieren die Kontrolle über unsere Flanken. Rücken Sie nach. So, dann wollen wir mal. Bloß, ich habe jetzt leider keine Ahnung, wie man das steuert. Ich versuche gerade jetzt meine Typen ein bisschen rumzu... Ah! Das ist die falsche Taste. Ich muss mit Rechtsklick meine Typen rumschicken. Das Anklicken eines... Ja, vielleicht kann sie mir weiterhelfen. Um eine Einheit... Nee, kann sie auch nicht. Oh, ich muss mich 10 Meter nach vorne bewegen. Das ist... Und ich scheitere schon daran. Um eine Einheit zu bewegen, müssen Sie sie zu... Großes Rätsel. Also, mit Rechtsklick bewegt man die Einheit, nicht mit Linksklick. Gut, das war nicht besonders schlau, aber... glücklicherweise gibt es noch keine Gegner, denn sonst wäre ich schon total überfordert. Ein paar von der Menschen sind hinter uns. Tötet sie. Da. Nee, ich denke nicht. Da
Macht sie bitte fertig, ja? Also das hier soll ein Strategiespiel sein, deswegen sende ich meine Leute mal ein bisschen so hinter Deckung und so, damit sie keinen Schaden abkriegen. Aber ich denke mal, gegen so ein paar mickrige Orks werden die stolzen Space Marines des Bloodravens Orden schon auskommen. Ja, also ich habe es eigentlich bisher immer so gemacht, dass mein Kommandant einen Nahkampf, also immer im Nahkampf richtig gut war, denn ich mag keine Fernkampfkommandanten. Dafür gibt es ja auch die Devastator-Trupps oder sowas ähnliches. Also ich bin immer dort so für einen Nahkampfgeneral. Oder Kommandant, wie man es auch nimmt. Oh, das sind aber viele Gegner. Dann wollen wir mal richtig bei denen reinhauen. Bumm. So. Unser General hier hat sehr viel Spaß, also der Blücher. Eigentlich passt es ja, der Blücher war ja so, der war so ein Rittmeister, das bedeutet, er war Kommandant der Kavallerietruppe. Und ja, der war auch viel im Nahkampf. Der hat auch noch bis in seine hohe Jahre, auch bei der Schlacht bei Ligny, dort wurde er sogar verletzt. Irgendwie, weil er ist mit nach vorne geritten. Und der war halt so ein richtig risikofreudiger Typ, deswegen passt es auch richtig gut zusammen. Aber diesmal ist es ein bisschen gefährlich, dort sind sehr viele Gegner. Und deswegen werde ich jetzt aufpassen, dass unser Blücher nicht einfach über den Jordan schaut, über den Jordan geht, ins Gras beißt oder irgendwas ähnliches. Und ich werde auch mal ein paar Granaten rumwerfen. Womp. Und ich glaube, ich müsste die mal hinter Deckung bringen oder so. Jetzt rausche ich hier durch meine... Oh je. Ich will nicht sterben. Ich will ja noch nicht sterben, bitte. So, gut, jetzt bringe ich die endlich ein bisschen in Deckung. Aber dort sind ja auch schon die ersten Orks. Fällt mir nicht. Also wird der Blücher mal aufräumen müssen. Schaffst du. Kommen jetzt auch meine taktischen Space Marines. Und das Problem wäre erledigt. Stirb. Stirb. Ja, sehr schön. Weg mit dir. Gut, jetzt haben wir das gemacht, was dieser Davian Thule von uns wollte. Und ich hoffe, das wäre dann jetzt langsam vorbei. Haben wir das gemacht? Sprich mit mir, Davian. Oh, rede doch. Na, das soll's, dann werde ich einfach die restlichen Orks dort erledigen. Durch den coolen Move. Also früher, als ich Warhammer 40k als Tabletop-Spiel gespielt habe, dort war meine Lieblingsfraktion, das waren dort die Tyranniden. Denn die Tyranniden, wisst ihr ja, das sind diese grünen Monsterchen, die aus ihren großen Raumschiffen kommen, also ihren großen Bioraumschiffen, und dann alle und dann immer so Welten angreifen. Und dann geht immer ganz viel dabei kaputt und alles ganz schlimm, ganz schrecklich. Und sie zerstören die Erden, auf denen sie landen, meistens in so karge Wüsten, weil sie alles aussaugen. Und ich fand es damals halt so cool, deswegen habe ich die gemacht. Aber naja, die Space Marines, die schienen mir irgendwie ein bisschen zu normal zu sein. Dort waren die Imperial Guard schon viel lustiger. Oh, dort habe ich sogar einen ersten legendären Gegenstand. Okay, wenn man einen verbesserten Bolter einen legendären Gegenstand nennen kann. Damit sie die Orks zurückdrängen. Also Orks zurückdrängen hört sich gut an. Östlich von hier vor und machen Sie sich bereit, die nächste Orkwelle abzuwehren. Ich liebe gute Deckung. Ich liebe gute Deckung. Deswegen. Ich meine, wir sind Space Marines. Wir brauchen keine Deckung. Ah, verdammt, ein großes Ding. In Deckung bleiben. Dieser Pickup hat ein schweres Geschütz. Mehr Ballern, weniger sterben, mehr Gets. Schlau. Aber zum Glück habe ich Sprenggranaten und die jagen schon ziemlich was in die Luft. Und dieses Auto fährt auch weg, bevor ich das in die Luft jagen muss. Bin ich sehr, sehr froh drüber. Zurück durch den Tunnel! Zurück durch den Tunnel! Es ist schon lustig, denen zuzuhören, aber ich wette, auf Englisch wäre das Spiel viel lustiger. Also erfahrungsgemäß hören sich englische Spiele auf Englisch immer viel lustiger an. BOM! Das war ein Treffer, du! Guck mal, der Ork ist sogar so begeistert von dem Treffer, dass er so rumspackt. Schaut ihn euch an. Er kriegt sich gar nicht mehr ein vor Freude. Oh Gott, das ist zynisch, ich muss mal aufhören. Ah, oh, jetzt legt er sich endlich hin. Diesen Weg dicht. Hat er sich beruhigt. Gut, dann rücken wir mal vor.
Gut, Blöcher hat zwar gar nichts gemacht, er ist trotzdem eine Stufe aufgestiegen. Glückwunsch! Wie können wir dienen? Der Boss ist aber schnell aufgestiegen. Der Boss, er hatte eh genug von der Pickup. Das Schlimme ist, der hört sich ja so, diese Orks hören sich ja wirklich so an, wie und manche Leute in... Vorrücken nutzen können. Naja. Bleibt wachsam. Er hört sich an wie manche Leute, die ich kenne, deswegen macht's mir eigentlich Angst. Dann werde ich mal diese kleinen Orks dort mal kräftig in den Hintern treten. Womm. Voll reingehauen. Und dann wird mein Typ hier weißer Spaß haben. Muss ich erstmal meine Truppen aufstellen, damit sie gute Deckung haben. Und dann werfe ich so eine Frag-Granate auf diesen Turm. Also die Orks habe ich früher immer so richtig gehasst, weil ich fand sie langweilig. Sie waren grün, sie waren hässlich und sonst noch was. Meine zweite Lieblingsfraktion außer den Tyranniden, das waren, ja, wie gesagt, die Imperial Guard. Die hatten immer die coolsten Fahrzeuge, wie den Baneblade oder so. Genau, so hieß der Baneblade. Aber ich finde es immer noch schade, dass man nicht so richtig die Tyranniden spielen kann. Also, Dawn of War, weiß ich nicht mehr. Aber dort gefielen mir auch die Necron. Die waren auch irgendwie spannend. Naja. Also die Mission wäre eigentlich jetzt erledigt, denke ich mal. Also was will der Davian Thule denn sonst noch von mir? Die Grünhäute benutzen eindeutig diese Mine als Passage, Kommandant. Versiegeln Sie den Eingang mit allen notwendigen Mitteln. Jetzt darf ich Spaß haben. Wir haben in der Nähe des Eingangs Treibstoff und Munition gelagert. Eine gut platzierte Granate müsste das Lager zünden können und die ganze Höhle zum Einstürzen bringen. Dann werden wir da mal zuschauen. Womm. Schön. Okay, das war jetzt irgendwie nicht so spektakulär. Gut, er konnte entkommen. Das bedeutet, ich darf ihn in der nächsten Mission dann hinterherjagen. Er wird sich wieder zeigen? Und dann werden wir bereit sein. Thunderhawks sind unterwegs. Bereit machen zur Abholung. Mann, ich würde das Spiel so gerne in englischer Synchronisation haben. Das würde sich wahrscheinlich viel besser anhören. Einsatz erfolgreich. Verbessertes Gettenschwert. Sehr schön. Gruppenzusammenfassung. Stufe aufgestiegen. Naja, also die erste Mission wäre dann vorbei. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Schreibt es einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann kommentieren und abonnieren.